Der Webuer-Staudamm in der Nähe von Genf, wo die Rhone die Grenze nach Frankreich überquert und ein paar scheußliche Mitbringsel anschwemmt, Plastikmüll. Und das ist lediglich, was an der Oberfläche zu sehen ist. Plastikgegenstände, die in der Natur entsorgt werden, gelangen normalerweise, wenn es regnet, in den Fluss, von dort dann ins Meer. 80% der Meeresverschmutzung stammt vom Land, 20% von den Schiffen. Pascal Hagmann kennt das Thema bestens. Seine Non-Profit-Organisation hat im Mittelmeerraum zwei Forschungsprojekte durchgeführt. Für jedes Projekt verbrachte sein Boot einen Monat damit, zwischen Südfrankreich, den Balearen, Sardinien und Korsika Proben zu sammeln. Diese wurden dann an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, der EPFL, analysiert. J'ai reçu les échantillons de la Méditerranée. Zuerst trennte ich organisches Material von Plastik, dann Mikroplastik von Teilchen, die größer als 5 mm waren. Que j'ai ensuite trié pour en extraire donc d'une part la matière organique et d'autre part les plastiques en eux-mêmes. Die Menge an Mikroplastikmüll, der im Mittelmeer gefunden wurde, war im Vergleich mit Plankton erstaunlich. Wir sprechen von durchschnittlich 100.000 Teilchen pro Quadratkilometer. Besorgniserregend ist das Verhältnis zwischen der Menge an Plastik und natürlichen Teilchen. Wir fanden im Wasser von beiden etwa gleich viel. Das ist beängstigend, denn man sieht sofort, wie ungesund es ist, wenn es im Meer gleich viel Mikroplastik wie Plankton hat. Das Phänomen winziger Plastikpartikel, die von Plastikmüll stammen, wurde auch anderswo beobachtet. Teile der Ozeane werden mit Plastikabfall buchstäblich überhäuft. Sie enthalten 7-mal mehr Mikroplastik als Plankton. Und Fische können die zwei nicht voneinander unterscheiden. Plastikpartikel werden durch die Strömungen des Ozeans befördert und haben sich so in zwei riesigen Zonen angesammelt, die so groß wie Europa sind, im Nordatlantik und im Nordpazifik. Und man nimmt an, dass drei weitere solche Gebiete existieren, im Südpazifik, im südlichen Atlantik und im Indischen Ozean, mit verheerenden Folgen für die Tierwelt. La principale conséquence Plastikmüll führt vor allem zu Verstopfungen im Darmtrakt. Das ist problematisch für Vögel, aber auch für Kühe, wenn viel Abfall herumliegt. Sie können daran sterben. Das zweite Problem, über das sich die Wissenschaftler allerdings nicht einig sind, betrifft die chemische Verschmutzung. Gewisse Plastikelemente wie Bisphenol A und Phthalate können von einem Organismus verdaut werden und zu Problemen führen. Sind die Mikroplastikpartikel einmal aufgenommen, dann gelangen sie via Organismen in die Nahrungskette. Und dieses Phänomen nimmt zu. In den frühen 1950er Jahren wurden weltweit 1,5 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert. Heute sind es 300 Millionen Tonnen. 10% davon enden in den Ozeanen.